Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ja, unsere Energie sinkt offensichtlich, aber wir sind ja noch nicht in den warmen Regionen. Von daher schauen wir einfach mal. Okay. Erstmal die Bertha wenden. Denn heute geht's ab zum Seedrachen. Okay, das war hoch. Wie war es nochmal runter? Das war 10, ne? Ja. Bin gespannt, ob wir es diesmal schaffen, durchzukommen. Es wäre tragisch, wenn nicht. Stell dir vor, wir verlieren einfach alles. Alles. Ich würde Solo weiterspielen. Also nicht komplett Ende, aber ich würde alles nochmal aufbauen. Solo. Komplett vorbereitet. 60% Energie nur noch? Was ist denn passiert? Wieso ist der komplett leer? Und der auch. Egal. Scheiß drauf. Ich mache jetzt einen auf YOLO-Krieger. Ist mir egal. Scheiß auf die 60%. Wenn wir gleich in die wärmeren Gegenden kommen, dürften wir da eigentlich auch genug Energie aufbauen. Es würde ja schon reichen, wenn wir hier irgendwie uns platzieren, oder? Ist das hier nicht warm genug? Genau, und wir gehen gleich in warme Gebiete rein, von daher, was soll's. Zur Not fahre ich dann halt nochmal zurück oder schwimme zurück oder gehe mit dem Krebs zurück, lade die Batterien alle auf. Und dann können wir immer noch weiterspielen. Ich mache mir da jetzt keinen Stress. Vorankommen. Und ich will eine neue Basis aufbauen. Weiß ich, ich muss sagen, ich habe Spaß daran gehabt, die Basis aufzubauen. Das war echt cool. Jetzt drehen wir nicht durch, die machen schon nichts. Ich finde es auch lustig, wie der Nebel einfach hier drinne reinzieht. Okay. Abmarsch. Ist das eigentlich gewollt, dass man mit Beta hier runter geht? Ich glaube schon. Ich meine, wir könnten auch komplett mit den Herbert hier runter. Das würde ja ewig dauern. Was zum Teufel? Ich bin irgendwo fest. Oder irgendwas hält mich vielleicht sogar fest. Ich habe einen kleinen Fisch überfahren. Und das macht einen riesen Lärm. Alter. Wir werden auf jeden Fall gleich ganz, ganz, ganz behutsam hier durchfahren. Und wir werden versuchen. 62%, cool. Ja, wir haben die Wärme erreicht, perfekt. Ich sehe absolut gar nichts, ey. Alter. Wir haben hier so nah. Okay. Man braucht natürlich dementsprechend Energie. Auf jeden Fall bald mal eine Pause einlegen, um unsere gute Bärte aufzuladen. Aber wir sind die ganzen Fresser, die Energiefresser. Und ich weiß nicht, welche Kreaturen auf so nah anschlagen.
Machen wir es erstmal aus. Sonst kann ich ja wieder ein bisschen was sehen. Ach du Scheiße. Porte mich hier nicht raus. Lass meine gute alte Bertha in Ruhe. Ob ich hier so eine kleine Zuflucht aufbauen sollte? Okay, wir versuchen auf jeden Fall hier lang zu schwimmen. Passe ich da überhaupt durch? Weiß es nicht. Porte mich nicht raus. Bitte. Okay. Wir müssen geräuschloser Antrieb. Okay. Ganz sachte. Wir werden das hier schon schaffen. Wir werden das Kind schaukeln, Freunde. Ich weiß es. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, sammle ich dann Energie? Mach mal das Licht aus. Hell genug ist es hier trotzdem. Okay, hier sammeln wir tatsächlich ziemlich viel Energie. Ich könnte hier quasi eine kleine Pause einlegen. Vielleicht sogar noch ein bisschen Kyanid sammeln oder so. Ist halt gewagt. Ich gehe mal kurz raus. Ja, ich muss auch Ingo aufhalten. Ich sammle hier bestimmt keine Energie, damit er sie fressen kann. Was haben wir hier? Titan, perfekt. Wir brauchen Titan, falls wir noch eine Basis aufbauen wollen. Welcome aboard, Captain. All systems online. So. Sehr schön. Ah, oh, das tut so gut. Ah, oh, das ist gut. Okay. Machen wir einen kleinen Boxenstopp hier. Hier scheinen wir relativ sicher zu sein. Vom Seedrachen. Wir können hier unsere Batterien mal kurz aufladen. Falls wir den Seedrachen mit diesem Lärm nicht anlocken. Was natürlich semi-geil wäre. Aber wenn ich da hinten eine Basis aufbauen will und nicht weiß, ob da Titan ist, ich meine, normalerweise ist überall Titan, klar. Aber erst müssen wir am Seedrachen vorbeikommen. Ingo, lass mich in Ruhe. Wenn ich jetzt an Herbert noch einen Wärmereaktor ranbaue, würde er unsere Bertha laden? Wäre das möglich? Das ist eine berechtigte Frage, oder? So, ich denke, das wird auch ein bisschen reichen fürs Aufladen. Können wir auch direkt weitergehen. Spannend, 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 Freunde. Ich lasse das Licht auch am besten aus hier drin. Also Herbert muss geladen werden, klar. Thank you.
Silent Running. Ganz vergessen. Okay, gehen wir hier runter. Ich hoffe, dass der Seedrache uns hier unten nicht mitbekommt. Ist hier überhaupt irgendwas? Ach, guck mal, da ist ein Loch. Hä? War da nicht gerade noch ein Loch? Achso. Irgendwo hier. Okay, das könnte übrigens das nächste Seedrachen sein, oder? Komm. Hä? Hatte ich nicht irgendwo ein Loch entdeckt? Frage ist, passe ich da überhaupt durch? Weiß es nicht. Vital signs stabilizing. Ich muss mal ganz kurz mein Inventar aufräumen. Oh Gott, das ist so spannend heute. Ich komme gar nicht weg. Ich mag das tatsächlich hier unten. Es ist einfach. Ich lebe 1000 Meter unter dem Wasser lebe ich. Das ist so. Das ist einfach geil. Richtig Spaß. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Spiel, deswegen spiele ich es ja auch weiter. Mir unglaublich viel Spaß macht. Okay. Wollen wir versuchen, uns da durchzuzwängen, wa? Okay, scheint tiefer zu sein. Vielleicht ist das auch kleine, nicht abkürzen, sondern der Weg, um den Seedrachen zu durchqueren. Oh, jetzt wird's heiß hier. Oh ne, das ist richtig. Was zum Teufel? Oh, ich werde hier sicherlich noch einen Seedrachen finden. I am what you seek, want to help you. Nein. Ich will aber nicht, dass du mir hilfst. Deswegen. Ich muss so viel Energie sparen wie möglich. Wir werden jetzt das Kyanid erholen. Und nicht in die Lava fallen. Weiß nicht, ob es meinem Herbert gut tun würde. Ach komm, ich hab da doch gar nicht hingezielt. Oh. Okay. Da werde ich als erstes zu Fuß hin. Ich lasse Bertha hier stehen. Hier kann sie sich auch schön aufladen.
Das heißt, ich war doch kurz davor. Oh, der ist gerade in die Lava gefallen. So ein Depp. Oh, der lebt noch. Okay. So rein theoretisch kann ich da einfach durch, ne? Mein Bertha scheint hier ziemlich in Sicherheit zu sein. Und wir werden uns da einen Weg irgendwie hinbasteln. Ernsthaft? Bleib doch mal da oben. So. Jetzt kann ich, muss ich aber hoffen, dass wir da keinen Schlüssel brauchen. Ach komm. Ich muss sagen, wenn ich drüber nachdenke, wir hatten schon ziemlich viel Glück, dass wir überhaupt dieses Loch entdeckt haben. Ich wäre ja da hinter den Meerdrachen. Ich hätte versucht, hinter ihn her, also hinter ihn zu schwimmen. Also da weiter geradeaus. Hätte ich dieses Loch nicht gesehen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Kyanit. Jetzt ist das Kyanit weg. Nein, alles gut. Ach, wir haben hier noch Titan drin, stimmt. So, ordentlich Kyanit am Start. Dann legen wir mal einfach alles ab, was ich habe. Und dann werden wir da mal hinziehen. Gucken, was da so alles abgeht. Brauche ich mein Kyanit gespeichert? Habe ich keins mehr? Jetzt habe ich wieder welches. Okay. Ich habe nichts dabei, ne? Na gut. Wünscht mir Glück. Ich glaube, das ist hier ein bisschen zu heiß, oder? Lass mich doch in Ruhe. Ich dachte, ich gucke hier mal kurz rein. Nein. Okay, ist ein bisschen heiß. Aber ist nicht schlimm. Da ist eine Basis. Oder auch nicht. Ja, Mr. Meeresdrache, freu dich einen Keks. Fremde Konstruktion. Uralte Ultraschallabwehr. Ach, gegen die Meeresdrachen wahrscheinlich, ne? Die Frage ist, brauche ich da Sauerstoff drin oder kann man da leben? Ah, sehr schön. Das habe ich gehofft. Okay, perfekt. Oh, mir schwand übles. Tafel einsetzen. Eine blaue Tafel? Ach komm. Wo nehme ich jetzt die her? Ach, so ein Scheiß, ey. Weil ich kann ja ruhig sterben, das ist gar kein Problem. Oh, die Flamme verfolgt mich, cool. Gibt's hier noch einen anderen Eingang vielleicht? Den Hintereingang? Kristalliner Schwefel. Hm.
wüsste jetzt nicht wohin. Wo soll ich denn die blaue Tafel hernehmen? Da oben scheint irgendwas zu sein. Ansonsten müssen wir die Konstruktion durchgehen und gucken. Nee, ich glaube, es ist einfach nur die Spitze. Idiot, ne. Wer baut denn sowas? Scannen kann ich das auch nicht. Und der schwimmt im Kreis, ja? Oder hin und her. Je nachdem. Habe ich eine blaue Tafel gehabt zu Hause? Weiß das einer von euch? Ja, spawn doch gleich im Gebäude. Okay, hier ist echt nur das Gebäude, ne? Ja, hier ist sonst nichts weiter. Ich schwimme mal zu Bertha zurück. Dann schwimmen wir noch mal nach oben und werden einfach just for fun mal sterben. Das heißt, wir schwimmen nach oben und werden gucken, ob wir da noch irgendwas finden. Das ist ja jetzt echt kacke, ne? Bin ich vielleicht viel zu früh hier? Hätte ich vielleicht noch was anderes finden müssen? Ich weiß es halt nicht. Das ist das große Problem. Na, wenigstens haben wir hier ganz, ganz viel Kyanid. Und unsere Bertha kann sich hier aufladen. Oh Gott. Kam der gerade von Bertha? Ich mach dich kaputt, Junge. Ich scanne den erstmal. Komm zurück. Ich muss dich doch scannen. Junge. Hat er Angst vor mir? Fürchte dich nicht! Ich bin hier, um dich zu retten! Ist mir egal. Ich will ihn scannen. Au! Okay, alle Dinger sind gut, okay. Ich meine, währenddessen wir hier stehen, wird er uns wahrscheinlich nichts tun, aber der kam gerade von hier. Das gefällt mir nicht. Habe ich mein kristallinen Schwerfell noch? Ja, nice Sache. Okay, kann ich Bertha hier stehen lassen? Das ist hier die Frage. Lade ich mich ordentlich auf? Ja, ich lade mich ordentlich auf. Wir schwimmen raus. Wir gehen jetzt zu Fuß raus. Und gucken oben, ob wir da irgendwas noch finden. Haut rein. Bis morgen. Oder so. Ciao.